Nächster Tagesordnungspunkt, jetzt wieder live bei Phoenix, eine Debatte zur Verkehrspolitik. Da geht es um einen Antrag der Grünen, praktisch in Fortsetzung des vorhergehenden Tagesordnungspunkts. Klimapaket neu auflegen, Verkehrswende für eine klimafreundliche Mobilität einleiten. In dem Zusammenhang die mit Spannung erwartete namentliche Abstimmung zur Einführung der Höchstgeschwindigkeit 130 Stundenkilometer auf Bundesautobahnen. Weiter geht es um das Thema Elektromobilität. Die soll auf die Überholspur kommen. Die FDP mit einem Antrag Innovationsschub für das autonome Fahren in Deutschland. Und die Linken haben eine Beschlussempfehlung des Ausschusses zu vertreten. Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr schrittweise einführen. Weiterer Antrag der Linken, das Taxigewerbe schützen. Vor allen Dingen gegen die Aufhebung des Poolingverbots. Und jetzt kommt der erste Redner, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Bündnisgrünen, Cem Özdemir. Herr Verkehrsminister Scheuer, liebe Gäste, als Verkehrsminister Scheuer in der letzten Woche davon sprach, ich darf zitieren, Opfer einer böswilligen Kampagne zu sein, dachte ich zuerst, er meint die CSU-Wahlkampagne von 2013 der Herren Dobrindt und Seehofer zur Ausländermaut. Aber, lieber Herr Scheuer, die Opferrolle, die steht Ihnen nicht, denn mit der voreiligen Unterzeichnung der Mautverträge und vor allem mit Ihrem Unwillen zur Aufklärung gegenüber den Bürgern und gegenüber diesem Parlament haben Sie die vielleicht teuerste Bierzeltidee der Welt zu Ihrem ganz persönlichen Mautdesaster gemacht. Ich gebe ja zu, auch ich bin gerne in Bierzelten, zumal in Bayern, unterwegs, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, das, was ich im Bierzelt sage, in einen Gesetzestext des Deutschen Bundestages zu gießen. Da muss man erst mal wirklich drauf kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, angesichts der Klimakrise und der ökonomischen Lage ist es gerade jetzt unabdingbar, dass wir über die Verkehrspolitik gemeinsam ringen. Große Sorge macht mir dabei allerdings die Art und Weise, mit der hier aktuell manche ideologisch gegen Innovation und Fortschritt sich aufbäumen. Und dabei dann auch noch Applaus von ganz rechts, von den Populisten und Fanatikern noch einfahren. Auch das Verhältnis zur Wissenschaft muss mal dringend hier geklärt werden. Den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages haben Sie verhöhnt. Wir haben alle noch die Worte in den Ohren. Es wäre besser gewesen, Sie hätten auf ihn gehört. Den Steuerzahlern blieb viel Geld erspart geblieben. Und übrigens, Ihr CSU-Parteifreund Karl Theodor von und zu Guttenberg wusste noch, auf den wissenschaftlichen Dienst ist Verlass. Und auch beim Klimaschutz im Verkehr ignorieren Sie leider die Wissenschaft. Statt auf die Verkehrswende setzen Sie auf das Prinzip Hoffnung. Statt Subventionen abzubauen, fördern Sie weiter 8 Milliarden Dieselsubventionen, statt sie langsam endlich abzubauen. Von Schöpfungsbewahrung ist in der CSU-Verkehrspolitik nichts zu sehen. Dagegen haben Sie einen quasi religiösen Eifer, den Sie beim Thema Tempolimit ablegen, anstatt endlich dafür zu sorgen, dass wir sofort und umsonst Klimagase einsparen, indem wir endlich den deutschen Sonderweg beenden beim Thema Nein zum Tempolimit. Meine Damen, meine Herren, die Bevölkerungsmehrheit will es, die Kirchen wollen es, die Polizei will es. Hören Sie zumindest auf die deutsche Polizei. Aber auch da hinken Sie dem technischen Fortschritt hinterher. Denn alle, die sich mit dem Thema wissen, wenn das automatisierte Fahren kommt, dann kommt natürlich auch das Tempolimit. Glaubt denn jemand ernsthaft, dass wir dann mit 250 Sachen auf der einen und 130 Sachen auf der anderen Seite fahren werden? Die Zeit der Drängler mit der Lichthupe, die wird dann vorbei sein. Sie verteidigen eine Verkehrspolitik von vorgestern. Meine Damen, meine Herren, Herr Minister, Sie kosten dem Steuerzahler zu viel Geld. Sie stehen dem Klimaschutz im Weg, Sie stehen dem Fortschritt im Weg, Herr Minister. Sie sind das personifizierte Standortrisiko für die deutsche Autoindustrie und für unser Land. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Der Kollege. So, nächster Redner ist ebenfalls ein Mitglied im Verkehrsausschuss, Michael Daudt von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute ein ganzes Sammelsurium an Anträgen,
die alle irgendwie mit Verkehr zu tun haben, in diesem Tagesordnungspunkt beieinander. Und ich konzentriere mich daher jetzt mal auf den Antrag der Linken zu Stuttgart 21. Wissen Sie, was die Kolleginnen und Kollegen der Linken mit Kaiser Wilhelm II. Gemeinsam haben? Nein, ich meine nicht, dass beide von gestern sind, sondern ich meine die antiquierte Denkweise, die hinter diesen Anträgen wie dem für eine bessere Bahn, Ausstieg und Umstieg bei Stuttgart 21 steckt. Es ist dieselbe Denkweise wie die des Kaisers, der gesagt haben soll, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Und im wahrsten Sinne des Wortes hatte der Kaiser aufs falsche Pferd gesetzt. Und genau das liest man auch aus Ihrem Antrag heraus, meine Damen und Herren. Wenn man beispielsweise im Zukunftsbündnis Schiene darüber redet, die Bahn schneller, pünktlicher und innovativer zu machen, das sind dann das dringend notwendige Steigerungen des jetzigen Zustands im Schienenverkehr. Richtig. Aber dann muss ich doch an diesem jetzigen Zustand, an dieser Infrastruktur etwas ändern, etwas verbessern. Und dann kann ich nicht einfach frei nach Kaiser Wilhelm II. An einem Kopfbahnhof festhalten, dessen Leistungsfähigkeit von Bahnexperten bereits seit den 1970er Jahren in Frage gestellt wird. Warum, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, wollen Sie denn das bitte weiter sabotieren, diese Verbesserung? In Ihrem Antrag behaupten Sie, es ginge Ihnen um den Klimaschutz. Falsch. Denn auch wenn man falsche Behauptungen gebetsmühlenartig aufstellt, werden Sie dadurch keinen Deut besser. Fakt ist, der Durchgangsbahnhof besitzt mehr Kapazität als der heutige Kopfbahnhof. Fakt ist, Gleisflächen, ein Schotterfriedhof von über 100 Hektar mitten in der Stadt, werden frei. Ein neues grünes Quartier entsteht mitten in der Landeshauptstadt mit ihrer bekannten Luftreinhaltungsproblematik. Und durch kürzere Fahrzeiten werden mehr Personen auf den Zug umsteigen. Und damit entsteht ausreichend Raum für eine moderne, ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung. Und das nennen Sie dann klimaschädlich. Ihr nächstes vermeintliches Argument ist der Deutschlandtakt. Aber auch das ist falsch. Wie soll ein Sackbahnhof, der jetzt bereits in seiner Kapazitätsgrenze ist und der nach Expertise der Gutachter, der Fachleute, die dieses Konzept Deutschlandtakt ausgearbeitet haben, ungeeignet ist, um einen möglichst Halbstundentakt auf so vielen Verbindungen wie möglich zu ermöglichen. Andersrum wird ein Schuh draus. Nur mit dem Durchgangsbahnhof wird der Deutschlandtakt in und für Stuttgart überhaupt erst möglich. Wir wollen möglichst viele Züge auf die Schiene bringen und wir wollen die Zahl der Fahrgäste verdoppeln. Ich glaube, da sind wir uns zumindest einig. Aber deshalb kann es nicht sein, dass die Züge dann 10 oder 20 Minuten im Bahnhof auf die Ausfahrt warten müssen, weil ein anderer Zug in dieser Zeit das gesamte Gleisfeld überqueren muss. So ist es nämlich seither Usus in Stuttgart. Diese Züge müssen auf ausreichend ausgebauten Strecken fahren und die Fahrgäste schnell, noch schneller als bisher an ihr Ziel bringen. Das ist es nämlich, was die Attraktivität im Schienenverkehr ausmacht und was dann auch die Fahrgastzahlen erhöht. Meine Damen und Herren, das Projekt Stuttgart 21, das ja auch bekanntermaßen durch einen Volksentscheid demokratisch legitimiert ist, ist der richtige Weg hin zu einer schnelleren, zu einer pünktlicheren und deutschlandweit vertakteten, innovativeren Bahn. Für das Projekt haben Bauarbeiter und Ingenieure wirklich herausragende Arbeit geleistet und in wenigen Jahren bereits knapp 110 der 120 notwendigen Kilometern an Tunneln gebohrt. Und wir haben zusätzlich die digitale Schiene auf den Weg gebracht und werden in Stuttgart
mit als erstem Knoten die Kapazität durch die innovative digitale Steuerungstechnik weiter erhöhen. Die Zugreisenden in Stuttgart sehen jeden Tag, wie unter ihnen ein neuer Bahnhof entsteht, ein Kelchstütze um Kelchstütze gegossen wird. Kurz gesagt, die Diskussion über das Ob und Wie, die Ihrem Antrag zugrunde liegt, ist von vorgestern. Und Sie müssen nun Herr Kollege, endlich, kommen Sie bitte zum Ende. Ja, Sie müssen nun endlich auch akzeptieren, Stuttgart 21 wird gebaut, hat Baufortschritt. Steigen Sie endlich von dem toten Gaul ab, den Sie hier immer noch reiten. Vielen Dank. Soweit Michael Dohnt von der CDU-CSU-Fraktion. Er verwies in seinem Redebeitrag auf einen Antrag, den ich vorher nicht mehr unterbringen konnte, in der Ankündigung dieser Debatte zur Verkehrspolitik von der Linken für eine bessere Bahn, heißt der Ausstieg und Umstieg bei Stuttgart 21. Der Redner, der jetzt am Pult steht, ist Wolfgang Wiele von der AfD-Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, zum wiederholten Male diskutieren wir die sogenannte Verkehrswende. Dieser Begriff ziert die Überschrift des führenden Antrags dieser Debatte. Verkehrswende wird immer mehr zum Schlüsselwort für die Umverteilung von Milliarden Euro. Zu dem Zwecke, die Bürger dieses Landes nach der Gedankenwelt der Grünen und Linken umzuerziehen. Die Entscheidung, welches Verkehrsmittel man für seine täglichen Wege benutzt, soll immer mehr der Staat übernehmen. Die AfD will diese Freiheit beim Bürger belassen und lehnt eine solche ideologische Verkehrswende daher kategorisch ab. Die Formulierung der Texte ist verräterisch. Der Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 1359 ist aus dem letzten Jahr. Dort steht schon in der ersten Zeile das Wort Stickoxide. Ist das nicht inzwischen längst kalter Kaffee? Jetzt schreiben die Grünen das Wort Klima gleich in die Überschrift. Man erkennt das Muster. Jedes Jahr hat sein neues Umweltthema, das in hysterischer Weise hochgepeitscht wird. Meine Damen und Herren, die Begründung wechselt, die politische Zielsetzung bleibt immer die gleiche. Eine riesen Umverteilung verbirgt sich im Antrag der Linksfraktion zum sogenannten Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr. Busse und Bahnen fahren ja nicht von selbst. Personal muss bezahlt werden, Fahrzeuge müssen gekauft und gewartet werden. Und wenn es keine Fahrgelder mehr gibt, müssen es die Bürger eben über ihre Steuern berappen. Zum Beispiel auch die, die auf dem Land wohnen und gar keinen guten öffentlichen Nahverkehr haben. Die Grünen wollen ihren Verkehrswendeantrag allen Ernstes mit der Behauptung verkaufen, er bringe mehr Mobilität. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wie soll das funktionieren, wenn Sie durch drastische Preiserhöhungen den Kraftstoff teurer machen wollen, wenn Sie den Straßenbau bremsen und damit die Staus immer länger machen wollen und wenn Sie bald den Verbrennungsmotor für Neuwagen verbieten wollen? Eines ist richtig, in die Eisenbahn muss mehr investiert werden. Und zwar gezielt dort, wo sie großen Nutzen bringt, zum Beispiel im Nahverkehr und bei schnellen Städteverbindungen. Aber sie wird die Straße nicht als Verkehrsträger Nummer eins ersetzen können. Eine große Bahninvestition ist das Projekt Stuttgart 21. Der Aufwand dafür ist in sträflicher Weise unterschätzt worden. Aber ein Baustopp, wie er heute wieder gefordert wird, ist nicht mehr sinnvoll, sondern er würde dem Desaster noch die Krone aufsetzen. Das hat eine Expertenanhörung schon auf dem Stand von 2018 eindeutig ergeben. Natürlich kann man über den Verbleib von Gleisen an der Oberfläche nachdenken. Aber in der Gesamtsicht kann die AfD-Fraktion diesen Antrag der Kollegen von der Linken nicht unterstützen. Ich fasse zusammen. Eine ideologische Verkehrswende kostet Milliarden und bringt nicht mehr, sondern weniger Mobilität. Durch Steuererhöhungen und politische Gängelung wird der Wohlstand vermindert, werden Hunderttausende Arbeitsplätze gefährdet und wird die Freiheit im täglichen Leben eingeschränkt. Das ist für unser Land, meine Damen und Herren, der falsche Weg. Und deshalb wird sich die AfD einer solchen Politik immer entgegenstellen.
Soweit Wolfgang Wiele von der AfD-Fraktion. Liebe Zuschauer, noch ein Hinweis für den Fall, dass sich in Brüssel noch etwas tut im Zusammenhang mit der Brexit-Einigung. Jetzt beginnenden EU-Gipfel werden wir natürlich live dabei sein. Nächster Redner ist jetzt Arno Klare von der SPD, auch er wie alle seine Vorredner Mitglied im Verkehrsausschuss. Ich beziehe mich in meinen Ausführungen in erster Linie auf den Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, Klimapaket neu auflegen und so weiter. Den Rest können Sie selber lesen. Da stehen so Namen drüber, die den Antrag gestellt haben, wie Stefan Kühn, Cem Özdemir, Oliver Krischer, Matthias Gastel, Stefan Gelb, Daniela Wagner. Die kenne ich alle aus dem Verkehrsausschuss, als durchaus Menschen, mit denen man einen Diskurs führen kann. Und insofern, bei Ihnen, Herr Krischer, bin ich manchmal, wenn Sie hier vorne stehen, habe ich dann irgendwie einen anderen Eindruck. Aber in aller Regel stimmt das. Und insofern befasse ich mich mal mit dem Antrag. Da steht nämlich im ersten Satz, mit Ihrem kraftlosen Klimapaket und so weiter. So, und dann habe ich mir überlegt, kann ja mal was dran sein, dass es in der Tat kraftlos ist. Und wenn ich mir überlege, dass in diesem Klimapaket zum Beispiel drinsteht, dass wir von den jetzt installierten Leistung Kohleverstromung 40,3 Gigawatt auf 17 reduzieren werden bis zum Jahre 2030, also 60% dieser installierten Leistung abschalten werden und damit grundlastfähige Leistung abschalten werden, plus 2022 noch mal 10 Gigawatt rausnehmen werden, nämlich Atomstrom, halte ich das gar nicht mehr für so kraftlos, sondern für eher mutig, was wir da tun. Sie schreiben weiter, dass der geplante CO2-Preis wirkungslos sei. Erste Bemerkung dazu: Die Vermeidungskosten der Mobilität liegen nicht bei 45 Euro oder 50 Euro, sondern bei knapp 400 pro Tonne. Ja, also das heißt, die bleiben sowieso darunter. Und der Preis, den wir im Jahre 2024 bereits haben werden, ist ja schon nah bei dem Ihren, nämlich bei 35 Euro. Und in der mittelfristigen Finanzplanung sind das 19 Milliarden. Die wir da einnehmen. Da sind wir noch gar nicht bei dem höchsten Preis. Also wir entziehen sozusagen der Volkswirtschaft 19 Milliarden, um die zu reinvestieren, um die als Reinvest wieder hineinzubringen. Das ist auch nicht kraftlos und mutlos, sondern durchaus angemessen, wie ich finde. Gucken wir uns doch die anderen Bereiche an, um die es auch geht. Wenn ich mal sehe, da schreiben Sie auch, alternative Antriebe, Kraftstoffe müssen wir investieren. Tun wir. In dem Bericht der Kohlekommission, der mit 40 Milliarden unterlegt ist, sind zahlreiche Projekte aufgelistet, wo es um Wasserstofftechnologie geht. Also genau um das, was Sie wollen, was wir gemeinsam wollen, nämlich das Investment in erneuerbare Kraftstoffe. Genau das steht da drin, unterlegt mit echten 40 Milliarden. Da sagen Sie, das ist mutlos und kraftlos? Das ist das Gegenteil davon. Und wenn ich in die Industrie schaue, dann ist die auch so unterwegs. GetH2 zum Beispiel, weiß nicht, ob Sie es kennen, H2-Projekt von ThyssenKrupp in Hamburg. Und die anderen noch 18 Projekte, die über die RED 2 als Reallabore laufen, gehen alle genau in diese Richtung, finanziert mit Geld aus dem Deutschen Bundestag, das wir bewilligt haben. Meine Damen und Herren, das ist nicht kraftlos, das ist nicht mutlos. Das, was wir tun, macht keine Industrienation außer uns in der Welt. Keine. Wir sind ein großes Projekt, was wir dort machen. Wir sind Beispiel und Benchmark für die Welt. Beispiel und Benchmark für die Welt. Und ich sage Ihnen einen letzten Satz, wir werden damit gewinnen, ökologisch und ökonomisch. So, nächster Redner ist Oliver Lukasiewicz von der FDP, der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion hier im Bundestag. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine ganze Reihe an Anträgen heute vorliegen. Erlauben Sie mir, zum Antrag der FDP und auch zu denen der Grünen Stellung zu nehmen. Wir machen Vorschläge, wie es vorangeht mit dem hochautomatisierten autonomen Fahren. Minister Scheuer hat ja hier
Vorschläge angekündigt im Koalitionsvertrag, die leider nicht kommen. Also man merkt, er ist ein bisschen gelähmt wegen der Pkw-Maut-Debatte. Auf der anderen Seite haben wir eine Reihe an Vorschlägen aus dem Raum der Grünen überschrieben mit dem Wort der Verkehrswende. Wende heißt ja umdrehen, nach hinten. Es geht da immer um Verbote, bürokratisieren, reglementieren, verteuern. Und lieber Kollege Özdemir, Sie haben ja zu Recht gesagt, das ist auch wirklich ein Problem, dass wir eine aufgeheizte Debatte haben. Das liegt aber auch an manchem Beitrag der Grünen. Also zum Beispiel das SUV-Verbot nach einem tragischen Unfall, das halte ich doch für schwierig. Auch der ständige Vergleich von Autos mit Waffen, das finde ich so nicht in Ordnung. Es sind übrigens vor allem Senioren, die gerne SUVs nutzen. Und gerade dann, wenn es so einen Unfall gibt, sollte man das nicht instrumentalisieren für einen solchen Fall. In unserem Antrag zum autonomen Fahren zeigen wir auf, was getan werden muss auf nationaler, europäischer und UNECE-Ebene, um eben nach vorne zu kommen im Bereich der Verkehrssicherheit, der Innovation, damit wir hier wirklich Innovationsführer bleiben in Deutschland. Das ist wirklich wichtig, auch für den Automobilstandort. Deswegen diese Vorschläge, die, glaube ich, gut und richtig sind, die eben das Gegenteil dessen sind, was die Anträge der Grünen vorlegen. Wir haben Vertrauen in Fortschritt, in Innovation, in den mündigen Bürger. Und das ist eben das Gegenteil der ständigen Bürokratisierung und Bevormundung und Tempolimits. Die haben kein Vertrauen in den mündigen Bürger. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, Sie haben auch die aktuelle Gesetzeslage nicht auf dem Schirm, weil der Paragraph 6 des Straßenverkehrsgesetzes sagt ja, wir haben eine situative Richtgeschwindigkeit. Das heißt, man muss angepasst an die Verkehrslage und an die Wetterlage fahren. Also bei schlechtem Wetter und dichtem Verkehr ist es nicht erlaubt, schneller als 130 zu fahren. Man ist bei Unfällen automatisch in der Mithaftung. Und deswegen ist doch ganz klar, dass diese Gesetzeslage gut und richtig ist. Und das zeigt uns ja auch der Blick auf die Zahlen. Die Zahlen sind doch ganz eindeutig. Das Problem, das wir haben, das sind die Landstraßen, eben nicht die Bundesstraßen, die mit Abstand die sichersten Straßen in Deutschland sind, auch im europäischen Vergleich. Und wenn Sie den Vergleich mit anderen Ländern immer wählen, naja, also bei der Energie- und Klimapolitik, es steigt kein anderes Land weltweit zeitgleich aus Kohle und Kernkraft aus. Insofern hinkt der Vergleich, vor allem weil in europäischen Nachbarländern mit Tempolimit ist, weit weniger Verkehrstote gibt als in Deutschland. Also das Problem sind die Landstraßen. Die deutschen Autobahnen sind so sicher wie alle, sicherer als alle anderen im Rest von Europa. Deswegen sind Sie da am Thema vorbei. Das sind die Fakten. Die Zahlen gehen zum Glück weiter runter. Wir können auch gern darüber reden, situativ weiter dort, wo es Probleme gibt, Geschwindigkeit zu begrenzen. Das Problem ist, Sie reden immer nicht nur hier von Verboten, SUV, Tempolimit, Benziner soll verboten werden, der Diesel, der Nachtflug, der Billigflug, die Kurzstrecke soll verboten werden, die Gasheizung, die Ölheizung, die Plastiktüte, der Luftballon, die Energy Drinks, also alles soll verteuert werden, das Reisen, die Mobilität, das Fliegen, der Strom, das Fleisch. Wenn es wirklich um die Wissenschaft geht, dann müssten Sie ja beim Thema Globuli vielleicht eine andere Meinung, eine weniger esoterische einnehmen. Auch beim Thema Gen und Atom sind die Grünen ja auch nicht gerade die Spitze der Aufklärung. Also insofern ist es noch mal ganz klar, wir müssen auf technische Innovation setzen, Vertrauen in den Bürger haben und nicht immer von einer Wende nach hinten. Das bringt uns nämlich nicht nach vorne. Vielen Dank. Ja, wir sind in einer Debatte zur Verkehrspolitik. Da geht es um insgesamt 11 Anträge und Gesetzesentwürfe, 7 davon allein von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ich weise darauf hin, auch noch mal die namentliche Abstimmung zu 130 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn. Sabine Leitig von der Linken hat das Wort. Unter diesem schönen Motto haben junge Leute in meiner hessischen Heimat gerade Bäume besetzt. Protest gegen den Ausbau der A49, für den die Fläche von 150 Fußballfeldern Wald gerodet werden sollen. Der Widerstand wird breit in der Bevölkerung unterstützt, und das ist gut so. In diesem Land sind in den vergangenen 30 Jahren 250.000 Kilometer neue Straßen gebaut worden. Von Bund, Ländern und Kommunen, das ist mehr als genug. Die sogenannte Fahrleistung von Lastwagen ist von 30 auf 70 Milliarden Kilometer pro Jahr angeschwollen, der Autoverkehr von 400 auf 650. Wahnsinniges Verkehrswachstum auf der Straße, damit muss endlich Schluss sein. Dieser Verkehr untergräbt die Lebensgrundlagen der Menschheit.
Eigentlich ist völlig klar, was passieren muss. Neben dem Ausstieg aus fossiler Energie brauchen wir eine Verkehrswende mit autofreien Innenstädten, mehr Platz für Radfahrerinnen und Fußgänger, ÖPNV und Bahn für alle. Wir legen hier ein Konzept vor für den flächendeckenden öffentlichen Nahverkehr zum Nulltarif. Schrittweise zunächst für die am meisten belasteten Städte, für Schülerinnen und Auszubildende, bald für alle. Nicht einmal ein Fitzelchen dieser Idee taucht im Klimapaket der Bundesregierung auf. Dabei wäre es ein leichtes, das nötige Geld dafür aufzubringen. Wir müssen nur endlich umverteilen, die vielen Milliarden Subventionen für Diesel- und Dienstwagen für den öffentlichen Nahverkehr. Da stimmen wir auch mit den Grünen überein. Und auch dabei, die Bahn endlich in großen Schritten zu stärken und in der Fläche auszubauen, als umweltfreundliche Alternative zum Straßenverkehr. Für uns heißt übrigens Elektromobilität in erster Linie Zug- und Straßenbahn. Aber wir teilen nicht den Glauben der Grünen an den Markt und den CO2-Preis. Warum? Weil die Macht der Konzerne nicht angegriffen wird. Bei der IAA in diesem Jahr gab es die größten Proteste gegen die Politik der Autokonzerne. Die Bundeskanzlerin sagt, dass Staat und Autoindustrie enger zusammenarbeiten müssen. Dabei ist genau das der Grund, weshalb im Verkehrssektor die Emissionen nicht sinken. Als in den 1970er Jahren unsere Wälder vom sauren Regen zerstört wurden, hat man nicht den Schwefel verteuert, sondern die Industrie zu Rauchgasentschwefelungsanlagen verpflichtet. Und das hat gewirkt. Als Ende der 80er Jahre das Ozonloch überhand genommen hat, hat man nicht einen FCKW-Preis, hat der nicht die Wende gebracht, sondern das Verbot dieser zerstörerischen Substanz. Und jetzt muss über das Verbot von Kurzstreckenflügen geredet werden und nicht 5,50 Euro mehr fürs Flugticket. Damit retten wir das Klima nicht. Wir müssen endlich aufhören, so weiterzumachen. Das gilt übrigens auch für Stuttgart 21. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine gut funktionierende Schieneninfrastruktur verkleinert und die Krise der Bahn vergrößert wird für 10 Milliarden Euro. Auch hier gibt es Alternativen, Umstieg 21 zum Beispiel. Wir müssen den Mut aufbringen, alle zusammen Fehler einzugestehen und falsche Entscheidungen zu revidieren. Es ist Zeit für eine ganz andere, eine sozialökologische und demokratische Verkehrspolitik, um das Klima zu retten. Soweit der Redebeitrag von Sabine Leitig von der Fraktion Die Linke. Nächster Redner in der laufenden Debatte zur Verkehrspolitik ist Gero Stohr-Johann von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, schmeckt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute viele Anträge zu beraten und ich möchte mich so ein bisschen konzentrieren auf den Antrag auf das allgemeine Tempolimit 130, das die Grünen hier wieder in die Debatte eingeführt haben. Die Klimapolitik fordert es förmlich heraus, dass wir darüber sprechen. Die älteren Kollegen wissen, 2013 haben wir das zuletzt gemacht, haben uns gestritten, 120, 130 oder ob alles so bleiben soll, wie es ist. Die Grünen bringen hier viele Argumente vor. Und der letzte Satz, auf den möchte ich aufmerksam machen. Es ist eine konsequente Geschwindigkeitskontrolle vonnöten, um die Ziele auch zu erreichen, die sie sich davon erhoffen. Das heißt eine Totalüberwachung unserer Autobahn. Wir schaffen es nicht mal, die Geschwindigkeit, was Eltern einfordern, in Tempo-30-Zonen zu überwachen oder die Leute anzuhalten, dass sie sich dran halten. Wir schaffen es nicht auf den Landstraßen. Wir schaffen es nirgends. Wir schaffen es nur sporadisch. Und insofern ist der Ansatz 130 und dann muss es überwacht werden auf Autobahnen zu hinterfragen. Dann ist ja die Frage, ob die Menschen sich freiwillig dran halten. Wir haben seit vielen Jahren, seit 1978, die Richtgeschwindigkeit 130. Und die Versicherungen legen höchsten Wert drauf. Wenn man sich schneller bewegt und einen Unfall verursacht oder ein Unfall verwickelt wird, dann hat man eine gewisse Mitschuld. Die liegt bei 20% oder höher. Insofern gibt es Regeln, dass die Menschen sich dran halten. Und es gibt ja auch Untersuchungen, Messstellen, die ergeben haben, wie die durchschnittliche Geschwindigkeit auf Autobahnen ist. Das liegt bei 116 bis 117. Und jetzt geht es um die Frage von Cem Özdemir, ob wir die mit der Lichthupe jetzt endlich mal zu fassen kriegen, die andere Menschen vielleicht auch stören oder verunsichern. Nicht? Ja, ist schon klar. Und das ist die Frage,
Wir reden aber über Klimaschutz, in welcher Vielfalt wir jetzt denn auch CO2 einsparen könnten oder würden. Und da kriegen wir jetzt viele Briefe mit 5 Millionen Tonnen. Seriöse Berechnungen sagen eher 1,8 Millionen Tonnen. Was nachher stimmt, wissen wir nicht, aber es ist kein entscheidender Anteil. Die Verkehrspolitik hat insgesamt 900 Millionen Tonnen Anteil am CO2-Ausstoß, und das wollen wir erheblich reduzieren. Und dann ist die Frage, ob 1 oder 2 Millionen Tonnen da jetzt ein wichtiger Beitrag sind oder nicht. Ein weiterer Aspekt ist die Verkehrssicherheit auf der Autobahn. Wir wissen, das sind die sichersten Straßen, die wir haben. Und in Ihrem Antrag schreiben Sie das ja auch, dass das vielleicht sinnvoll wäre. Und Sie vergleichen das natürlich mit europäischen Straßen. Innerhalb des deutschen Straßensystems haben wir kein Problem. Das deutsche Straßensystem, Autobahn, ist auf hohe Geschwindigkeit und hohe, nenne ich auch 130, 150, ausgelegt. Das ist nicht vergleichbar mit Zypern, wo Sie 100 fahren dürfen und jeder dort 120 fährt, weil er weiß, er wird ja sowieso nicht kontrolliert. Alles, Herr Krischer, alles gut. Wenn Sie sich aufregen, lege ich richtig. Da freue ich mich immer. Ja? Nun gibt es ja auch noch die Länderkompetenz. Ja, in Schleswig-Holstein hatten wir auch mal generell 120 auf den Autobahnen. Das ist wieder aufgehoben worden. Ich habe mal geguckt, wie das in Baden-Württemberg ist. Mein alter Kumpel Winnie Herrmann ist da zurzeit Verkehrsminister von den Grünen. Es gibt nicht eine einzige Initiative in Baden-Württemberg, ein generelles, allgemeines Tempolimit auf Autobahnen einzurichten. So. Ja. Insofern, Cem Özdemir hat hier eine bewundernswerte Rede gehalten, hätte eigentlich für den Fraktionsvorsitz reichen müssen, hat aber nicht. Und insofern, wir arbeiten gern mit ihm im Verkehrsausschuss zusammen. Wie gesagt, ein allgemeines Tempolimit findet nicht die Zustimmung der Unionsfraktion, und wir werden deshalb Ihren Antrag ablehnen müssen. Ein Wort noch zu dem Antrag, der gestern gekommen ist. Gestern. Und der ja die Tagesordnung auch bestimmt. Wie heißt das dort? Verkehrswende für eine klimafreundliche Mobilität. Was Sie da vergessen haben, den ersten Satz haben Sie ja auch nicht selbst geschrieben, wurde eben schon von Arno Klare festgestellt. Sie haben nicht den Radverkehr in diesem Antrag aufgeführt. Null. Ne? Kann passieren, verzeihe ich Ihnen auch. Also wie gesagt, bei der namentlichen Abstimmung müssen Sie mit der roten Karte abstimmen. Dankeschön. Ja, eine geradezu unterhaltsame Debatte zur Verkehrspolitik jetzt im Bundestag verglichen mit heute Vormittag mit den emotionalen Debatten zum Thema Antisemitismus oder Klima. Bevor ich der nächste Redner, Dirk Spaniel von der AfD, spricht, ein Hinweis von uns. Wir warten in wenigen Minuten eine Live-Pressekonferenz aus Brüssel mit Boris Johnson und Jean-Claude Juncker. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, heute haben wir hier im Plenum die Gelegenheit, über eine Vielzahl von Anträgen zu diskutieren, die einen guten Überblick über die aktuelle Debatte in der Verkehrspolitik geben. Wir wissen, dass ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung täglich auf das Auto angewiesen ist und mit massiven Stauproblemen in diesem Land zu kämpfen hat. Und als Verkehrspolitiker sehe ich mich verpflichtet, diesen Menschen mit zielgerichteter Politik den Alltag zu erleichtern. Und seit Monaten fahren die Grünen mit Anträgen und öffentlichen Statements eine massive Kampagne gegen den Autofahrer. Und immer wieder ist das vorrangige Ziel, den Radverkehr auszubauen und Autofahrer als Klima- oder Stausündenböcke darzustellen. Sie täuschen die Menschen in diesem Land mit dem Lügenmärchen von einer Zukunft mit ausgebautem ÖPNV und Fahrradnutzung. Und dafür haben Sie einen schönen Namen erfunden, und der heißt Verkehrswende. Und Sie von der CDU oder von der Regierung haben sich so an die Grünen angebiedert, dass man davon ausgehen muss, dass die dieses Verkehrswendemärchen mittlerweile selber glauben. Über 85% des Verkehrs in diesem Land findet mit dem Pkw statt. Hören Sie zu, da lernen Sie was. Es gibt gar kein Konzept, diesen Verkehrsanteil signifikant zu ändern. Und es gibt auch gar keinen Wunsch der Bevölkerung dazu. Sie haben überhaupt kein Mandat dazu. Sie sollen den Wählerwillen erfüllen. Punkt aus. Und der Wählerwille heißt, lasst uns an einer staufreien Infrastruktur arbeiten. Und die einzige Partei,
die diesen Wählerwillen umsetzen will. Das ist die AfD. Ja, genau. Ein weiteres Beispiel für den fast schon manischen Kampf. Ein weiteres Beispiel für Ihren manischen Kampf der Linksgrünen gegen das Auto ist die Forderung nach einem generellen Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde. Studien und Zahlen scheinen Sie dabei wenig zu interessieren. Bei einem generellen Tempolimit von 130 würden eventuell nicht mal 0,5% CO2 eingespart werden, sagt sogar das Verkehrsministerium. Auch Studien zu Unfällen belegen, dass Streckenabschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzung keineswegs sicherer sind. Ganz im Gegenteil. Und weil Sie immer das Ausland zitieren, Industrieländer, die ein drastisches Tempolimit haben, zum Beispiel die USA oder Norwegen, diese Länder haben 8-mal mehr Inlandsflugverkehr als Deutschland. Die Konsequenz von Tempolimit ist also nicht der Nachtbus, das Lastenfahrrad oder die Bahn, sondern die Konsequenz von Tempolimit ist das Flugzeug. Was für eine Überraschung. Aber das wollen Sie ja verbieten, ja, ist ja klar. Deutschland muss endlich wieder ein Vorreiter werden für das Automobil und gerne auch für das autonom fahrende Automobil. Ein Großteil unseres Wohlstandes wird in der Automobilbranche erwirtschaftet. Und egal, wie stark wir die Bahn ausbauen oder das Fahrrad, in einem modernen Industriestaat ist das Automobil auf Sicht völlig unersetzbar. Und das sagen alle Studien dieser Welt. Gut, an die glauben Sie eh nicht. Wir müssen unsere Verkehrs- und Infrastrukturpolitik an die Realität anpassen. Und wir werden diesen Weg weitergehen. Wir werden Ihre realitätsverweigernden Anträge alle ablehnen. Die AfD ist die einzige Partei, die hier in diesem Land für die Interessen der Autofahrer eintritt. Und das wird so bleiben. Vielen Dank. Ja, soweit Dirk Spaniel, während wir hier auf das Statement von Jean-Claude Juncker, dem EU-Kommissionspräsidenten und dem britischen Premier Boris Johnson warten. Nächster Redner hier ist Martin Burkhardt von der SPD, Mitglied im Verkehrsausschuss, Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, wie es genau heißt. Ich freue mich erstmal, dass wir heute über die Verkehrswende sprechen mit vielen Anträgen. Wen wundert es, als Berichterstatter für den Schienenverkehr der SPD-Fraktion werde ich über die Bahn reden. Und da haben wir erstens, das ist heute noch gar nicht genannt, die Senkung des Umsatzsteuersatzes für den Schienenfernverkehr, die ja jetzt vom Bundeskabinett als Teil des Klimapaketes beschlossen wurden. Und endlich wurden damit falsche Anreize im Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern korrigiert. Bahnfahren wird im Fernverkehr günstiger, Flugreisen werden teurer und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ganz im Sinne des Klimaschutzes. Die Senkung der Mehrwertsteuer kann vor bis zu 5 Millionen, rechnet man, mehr Fahrgäste im Schienenfernverkehr sorgen. Und die Formel lautet günstigere Zugtickets, mehr Fahrgäste. Und die zweite Formel heißt besseres Angebot, mehr Fahrgäste. Bestes Beispiel ist sicher die Schnellverbindung, die wir zwischen München und Berlin haben. Schon im ersten Jahr hat die Bahn das Flugzeug auf dieser Strecke als Marktführer abgelöst. Aus meiner Heimatstadt Nürnberg fliegt heute nichts mehr nach Berlin. Das ist eine Konsequenz. Die Deutsche Bahn hat verkündet, bis zu 30 neue Züge für den Fernverkehr sofort zu bestellen, sodass täglich 13.000 zusätzliche Plätze angeboten werden können. Aber bis die neuen Züge bereitstehen, bleibt es schwierig. Auch das will ich sagen. Und bei der derzeitigen Situation, die Sie und wir oftmals erleben, möchte ich mich heute bei den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern bedanken, die nämlich jeden Tag dafür sorgen, dass die Kundinnen und Kunden noch einigermaßen zufrieden sind. Fehler wurden anderswo gemacht, nämlich im Management, und das schon vor langer Zeit. Und wenn wir es jetzt schaffen, den Personenverkehr bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln und den Güterverkehr im selben Zeitraum erheblich ansteigen zu lassen auf der Schiene, so könnte alleine die Schiene 15 bis 20 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Und deswegen sage ich, nur mit der Schiene können wir die Klimaziele erreichen. Und schon heute fährt sie über 90% ihrer Transportleistung elektrisch.
57% des Bahnstroms wurden 2018 in Deutschland aus erneuerbaren Energien erzeugt. Und unsere Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat klargemacht, dass sie im Klimapaket vereinbarten Maßnahmen noch nicht abschließend sind. Weitere Schritte werden und müssen auch folgen. Mehr Verkehr auf der Schiene geht nur, wenn auch die Kapazitäten vorhanden sind. Und deshalb muss das Bestandsnetz grundlegend in Ordnung gebracht werden. Und deshalb ist auch die finanzielle Ausstattung der LUV, um die wir ja auch ringen, so wichtig. Und mit dem Klimapaket wurde auch vereinbart, dass wir ausreichend finanzielle Vorsorge treffen, um die Schiene mit dem Infrastrukturfonds zukunftsfähig zu machen. Mit 3 Milliarden Euro werden wir die 10 am meisten frequentierten Verkehrsknotenpunkte und Strecken ausbauen und die Schiene, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, elektrifizieren. Bis 2030 soll der Deutschlandtakt umgesetzt und damit die Grundlage für die Verdoppelung der Fahrgastzahlen gelegt werden und das Ansteigen des Schienengüterverkehrs. Also der Schiene muss höchste Priorität eingeräumt werden. Das haben wir ja hier auch im Deutschen Bundestag so beschlossen. Meine letzten Sätze gelten Stuttgart 21. Also ich habe ja prognostiziert, alle halbe Jahr haben wir das da, lieber Kollege Dohn. Das wird hier noch öfter der Fall sein. Ich will nur 3 Punkte sagen. Erstens, die Deutsche Bahn AG ist im Zeit- und Budgetrahmen. Die Bundes- und Landesmittel sind gedeckelt. Kollege, und drittens, der Zeitpunkt für einen Ausstieg ist längst überschritten, und das wissen Sie auch. Vielen Dank. So, nächste Rednerin in der Verkehrspolitik ist Daniela Kluckert von der FDP, auch sie Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute geht es hier in der Debatte um Sicherheit und Klimaschutz im Verkehr. Von der politischen Linken ist seit schon einer geraumen Zeit der Etatismus wieder in der Mode gekommen. Heute geht es um die wirkungslosen 130 oder andere Kulturkämpfe gegen das Auto. In der deutschen Automobilindustrie sind 1,8 Millionen Arbeitsplätze verankert und 1000 Unternehmen im ganzen Land sind von ihr abhängig. Wer sich heute über den Zustand in diesem Land Sorgen macht, der sollte sich mal Gedanken darüber machen, was denn hier los wäre in der Gesellschaft und in unserer Demokratie, wenn diese Arbeitsplätze, wenn diese Unternehmen tatsächlich auf dem Spiel stehen. Die Automobilindustrie, sie ist bei uns Garant für Wohlstand und eben auch für Innovation. Innovation, die wir gerade für den Klimaschutz brauchen. Man nehme nun mal die Potenziale der Digitalisierung der Mobilität der Zukunft. Digitale Verkehrslenkung, die macht die Städte sauberer, weil hier schon 30% des Verkehrs der Suche nach Parkplätzen ist. Autonomes Fahren ist höchst effizient und deutlich sicherer als das, was wir jetzt haben. Das betrifft den Individualverkehr genauso wie den ÖPNV, und der On-Demand-Verkehr kann gerade im ländlichen Raum leere Busse ersetzen und hier tatsächlich eine Revolution im ÖPNV voranbringen. Das sind innovative Beiträge für den Klimaschutz, die die FDP eben hier fordert. Und wo ist eigentlich die CDU, die CSU? Der Minister hat schon vor einem Jahr versprochen, dass wir endlich einen Gesetzentwurf zum autonomen Fahren bekommen. Auf dem Tisch liegt gar nichts. Die CDU, die CSU, sie sind gelähmt oder ihnen fehlt die Kraft und die Ideen. Die FDP, die fordert Klimaschutz durch Wohlstand, durch Innovation. Und deswegen haben wir hier eben auch diese Woche die Smart Germany Woche ausgerufen. Wir wollen einen innovativen Rechtsrahmen zum Ausprobieren. Wir wollen Datenrecht, das auch zur Mobilität passt und das auch Chancen bringt. Und am Ende wollen wir natürlich, ganz wichtig, sicheres und stabiles Mobilfunknetz. Denn ohne das werden keine Innovationen auf die Straße kommen. Klimaschutz, das geht eben nur mit der Automobilindustrie und auf gar keinen Fall gegen die Automobilindustrie. Alles andere, das hätte dramatische Folgen und dramatische Folgen für die Innovation, aber eben auch für die Arbeitsplätze. Und es sind nicht nur die deutschen Arbeitsplätze, die hier in Gefahr sind. Es sind genau die in Rumänien, es sind die in Brasilien. Innovationen bringen uns nach vorne, meine Damen und Herren. Das wollen wir von der FDP stärken. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin Ingrid Remmers.
Ingrid Remmers ist verkehrspolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Bundestag. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörende! Außer der AfD wissen inzwischen alle, dass die fortschreitende Klimaerwärmung ein Umdenken erfordert in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Was aber macht unsere Bundesregierung? Sie schnürt ein Klimapäckchen, das in keinster Weise den aktuellen Herausforderungen entspricht. Als Linke kämpfen wir für Klimagerechtigkeit. Was heißt das im Verkehr? Das heißt vor allem, die Menschen zum Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel bewegen und dabei niemanden von Mobilität auszuschließen. Sie aber in Ihrem Klimapäckchen trauen sich nur Mini-Erhöhungen der Spritpreise zu. Das milliardenschwere Dieselprivileg wollen Sie aber erhalten. Wofür eigentlich, wenn doch sowieso ein Wechsel des Antriebs ansteht und ja auch bereits angelaufen ist? An den Bereich Straßenbau wollen Sie gar nicht heran. Wir brauchen dringend ein Umsteuern der Investitionen weg von der Straße hin zur Schiene. Dabei müsste zunächst mal der Bundesverkehrswegeplan gestoppt werden, der den Bau von immer neuen Straßen noch bis 2030 festschreibt. Dieser Plan ist auch längst von der Realität überholt und damit retro. Doch nicht mal ein Tempolimit trauen Sie sich zu. Ein Tempolimit ist eine schnelle, einfache, wirkungsvolle und kostenlose Maßnahme zur Verbrauchsminderung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Sie dagegen zeigen nur, dass Sie gar nichts verstanden haben. Sie wollen offenbar weiter mit Vollgas in der Klimakrise rasen. Ebenso fehlt Ihnen auch die klare Perspektive dafür, dass wir kleinere, leichtere und verbrauchsärmere Fahrzeuge brauchen. Wir können es uns doch nicht leisten, die knappen erneuerbaren Energien in Elektro-SUV zu verballern. Und sorgen Sie endlich für die nötige Infrastruktur für E-Fahrzeuge sowie für die Änderung des Wohneigentums und Mietrechts, das Sie schon längst versprochen haben. Dann kann auch 2030 endlich Schluss sein mit den Verbrennern. Kolleginnen und Kollegen, diese große Koalition hat abgewirtschaftet, auch in dieser Frage. Sie verspielen die Zukunft unseres Landes, weil sich die Klimakrise weiter vertieft, weil Sie es nicht schaffen, der Autoindustrie und dem Mobilitätssektor die notwendigen Perspektiven zu geben und weil Sie die Menschen in den abgehängten Regionen ohne Perspektive sitzen lassen und Hunderttausende von guten Arbeitsplätzen gefährden. Ihre Politik wird verheerende Strukturbrüche zur Folge haben. Herr Scheuer, Sie und mit Ihnen diese Bundesregierung haben angesichts dieser Klimakrise und ihren Ergebnissen einfach fertig. Treten Sie endlich zurück, das ist längst überfällig. So. Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort. Das war Ingrid Remmers von den Linken. Stefan Kühn von Bündnis 90 Die Grünen ist jetzt dran in der Debatte über die Verkehrspolitik, verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nie war der gesellschaftliche Rückhalt für wirksamen Klimaschutz größer und nie war der Handlungsdruck, endlich was zu tun, größer. Trotzdem fehlt der Großen Koalition der Mut für wirksamen Klimaschutz. Mit dem Klimaschutzpaket verabschiedet sich diese Bundesregierung von dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und das ist beschämend. Es ist nicht alles falsch, lieber Arno Klare, was im Klimapaket drinne steht. Aber es reicht eben nicht. Eine Ansammlung von Förderprogrammen wirkt nicht, solange klimaschädliche Subventionen eben nicht abgebaut werden. In den letzten zehn Jahren haben sich die Subventionen für Dieselkraftstoffe auf zusammen 76,5 Milliarden Euro summiert, während in der gleichen Zeit lediglich 5 Milliarden Euro in alternative Antriebe und Kraftstoffe investiert wurden. Das ist weder technologieoffen, noch sorgt es für eine Vorfahrt für neue Technologien, die wir ja eigentlich alle wollen. Der geplante CO2-Preis für Diesel und Benzin liegt unterhalb der täglichen Schwankungsbreite an Tankstellen. So werden Alternativen jedenfalls nicht gefördert.
Richtig wäre es gewesen, für fossile Kraftstoffe mit einem deutlich höheren CO2-Preis zu starten und die Einnahmen den Bürgerinnen und Bürgern über ein Energiegeld und über die Senkung der Stromsteuer vollständig auszuzahlen. Davon würden auch Menschen mit kleinem Geldbeutel profitieren und auch übrigens diejenigen, die eben nicht auf eine Pendlerpauschale zurückgreifen können. Klar ist aber auch, es ist nicht damit getan, nur Antriebe auszutauschen oder mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen. Eine Verkehrswende heißt auch, Verkehr auf Bus und Bahn und auf das Fahrrad zu verlagern und dort das Angebot deutlich auszubauen. Der Verkehrsminister baut aber lieber weiter Straßen, als ob es keine Klimakrise gäbe. In den letzten 2 Jahren ist der Straßenbauetat um 50% gestiegen. Man stärkt aber nicht die Schiene, indem man Straßen baut. Bis 2030 sollen die Fahrgastzahlen in der Bahn verdoppelt werden. Gutes Ziel, aber dafür müssten die Investitionen für Aus- und Neubau auch verdoppelt werden. 3 Milliarden bräuchten wir, 1,6 stehen im Haushalt. Das ist die Realität. Der Verkehrsminister hat zusätzliche 900 Millionen für die Förderung des Radverkehrs angekündigt. Schaut man in den Ergänzungshaushalt zum Klimapaket, stehen dort lediglich 31 Millionen Euro drin. Übrigens, Herr Kollege Stojohann, unser Antrag, Forderungspunkt 3 und 10, da steht sehr wohl was zum Thema Radverkehr. Lesen Sie mal nach. Der Minister jedenfalls ist Tabellenführer beim Ankündigen, doch beim Umsetzen bewegt er sich in der Abstiegszone. Die Kanzlerin hat ihm gestern das vollste Vertrauen ausgesprochen. Er ist also ein Minister auf Abruf. Wir werden ja gemeinsam mit Ihnen den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Mautskandal bearbeiten. Und ich sage Ihnen mal so, Sie haben ja interessante Wissenslücken. Sie haben uns als Opposition vorgeworfen, dass wir immer die Maut kritisiert hätten, aber nicht das Vergabeverfahren. Ich empfehle die Lektüre des Verkehrsausschusses vom 7. November letzten Jahres, wo wir eine Selbstbefassung genau zu den Vergabeverträgen gemacht haben und übrigens fraktionsübergreifend auf die Problematik hingewiesen haben. Sie haben einige Erinnerungslücken. Ich empfehle Ihnen, diese Erinnerungslücken zu füllen, denn im Untersuchungsausschuss sagen Sie unser Eid aus, und da werden wir Sie genau dazu befragen. Vielen Dank. Ja, soweit Stefan Kühn von Bündnis 90 Die Grünen. Jetzt Karl Hohlmeier, ist Vorsitzender des CSU-Arbeitskreises in der Landesgruppe für Wirtschaft, Energie, Verkehr und digitale Infrastruktur. Karl Hohlmeier. Sehr verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir beraten heute über einen großen Strauß von Anträgen der Opposition. Wir müssen sie alle ablehnen, weil sie einerseits zu weit gehen und auf der anderen Seite zu kurz springen. Diese ideologische Debatte wie 100% Elektromobilität oder Tempo 130 auf Autobahnen bringt doch nichts. Wir sägen mit diesen Debatten auf den Baum ab, auf dem wir sitzen, bevor neue Bäume wie alternative Kraftstoffe gewachsen sind. Wenn die neuen Bäume alternative Kraftstoffe wie synthetische Kraftstoffe, Erdgas, CNG, LNG, Wasserstoff und Elektro gewachsen sind, können wir wie beim Obstbaum die alten Bäume Diesel und Benzin zurückschneiden und durch neue Bäume alternative Kraftstoffe ersetzen. Die Zeit dazu, meine Damen und Herren, ist noch nicht da. Darum setze ich mich in meinem Wahlkreis dafür ein, alternative Kraftstoffe auf den Weg zu bringen. In der vergangenen Woche hatte ich die Gelegenheit, an der Wiedereröffnung der einzigen Erdgastankstelle in unserer Kreisstadt Schwandorf teilzunehmen. Warum Wiedereröffnung? Weil die Tankstelle nach einem Defekt zunächst stillgelegt und abgebaut werden sollte. Erst durch viele Gespräche hat der Betreiber die Sanierung und die Wiedereröffnung beschlossen. Dafür bedanke ich mich. Und warum erzähle ich Ihnen das, meine Damen und Herren? Ja, Erdgas in Form von LNG und CNG ist derzeit für schwere Nutzfahrzeuge oder auch für Pkw eine verfügbare und klimafreundliche Alternative. Die Erdgastankstelle in Schwandorf ist damit ein Baustein für eine klimafreundliche Mobilität. Weitere Tankstellen in der Oberpfalz werden folgen. Auch der synthetische Diesel ist eine Alternative. Wir müssen auch ihn in den Markt bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage Sie, was ist klimafreundliche Mobilität? Elektromobilität ja, aber nicht nur allein. Der Grundgedanke des Antrags, Elektromobilität auf die Überholspur zu bringen, ist ja richtig.
Ja, Elektromobilität muss gefördert werden. Da stimmen wir überein. Aber Elektromobilität ist nur ein Teil dieser zukunftsfähigen und klimafreundlichen Mobilität. Wir brauchen verschiedene klimafreundliche Antriebe und Kraftstoffe für verschiedene Anwendungsbereiche. Unser Ziel, meine Damen und Herren, muss doch sein, jedem die Mobilität in der Zukunft zu ermöglichen. Unser Ziel muss sein, dass jeder sich die Mobilität in der Zukunft leisten kann. Mobilität sichert unsere Freiheit und Mobilität sichert unseren Wohlstand. Das gilt für die Großstadt wie für den ländlichen Raum. Deshalb setzen wir von der Union auf Technologieoffenheit. Da spielt Erdgas in der Zukunft eine wichtige Rolle. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der Kollegin Renner von der Fraktion Die Linke? Gerne, gerne. Sabine Leidig fragt für Die Linke. Kollege Hohlmeier, ich möchte Sie fragen, ob Sie sich mit den Entwicklungen in der Bevölkerung zum Thema Verkehrswende beschäftigen. Es gibt diese Studie Umweltbewusstsein in Deutschland, die vom Umweltministerium seit vielen Jahren mit großer Qualität gemacht wird. Und in diesem Jahr wurde veröffentlicht eine sehr interessante Veränderung. Da sind 2000 Menschen qualifiziert befragt worden, was ihnen bei der Entwicklung des Verkehrs in Zukunft am allerwichtigsten ist. Nur 10% stimmen ihrer Auffassung zu, dass die wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit das Wichtigste ist. 40% sagen, vor allem geht es darum, kostengünstig und bequem Wege zurückzulegen. Das ist das, was wir alle annehmen würden. Aber 50% sagen, sie wollen vor allem Umwelt und Klima möglichst wenig belasten. Ich finde, es wird höchste Zeit, dass auch die Koalitionsparteien ihre Politik in diese Richtung verändern. Ich stimme mit dem Ziel überein, dass sich jeder in Zukunft Mobilität leisten kann, und vor allem im ländlichen Raum. Und das muss unsere Aufgabe der Politik sein. Im Klimaschutzprogramm, meine Damen und Herren, haben wir uns auf die Förderung von weiteren Alternativen verständigt. Ich möchte an dieser Stelle unserem Verkehrsminister Andreas Scheuer einen herzlichen Dank aussprechen für seine guten, wichtigen Initiativen und Vorschläge im Bereich des Klimapakets. Vielen Dank, Herr Minister. Biokraftstoffe, strombasierte Kraftstoffe und der Wasserstoff sind also ein bestimmter Teil. Fortschrittliche Biokraftstoffe können wir direkt den derzeitigen Kraftstoffen wie Erdgas ohne weiteres beifügen. Der Anteil am Kraftstoffmix kann schrittweise erhöht werden. Wir können Biokraftstoffe aus Abfällen und Resten, zum Beispiel aus Gülle oder aus Stroh, gewinnen. Strombasierte Kraftstoffe, kurz E-Fuels, sind eine weitere Alternative. Mit E-Fuels haben wir eine Möglichkeit, sauberen und nachhaltig erzeugten Strom als Kraftstoff zu nutzen. Und verehrte Zuschauer, wir verlassen kurz den Bundestag.